Ja. Traurig, traurig, traurig. Leute, Leute, Leute. Es ist passiert. Mein ganzer Trupp ist ausgelöscht worden. Und ich stand vor der Wahl, zwei Dinge, die wirklich schlimm sind. Abbrechen. Das als letzte Folge laufen lassen. Oder neu laden, Leute. Und das ist ja das Tolle an PC-Spielen. Man kann neu laden und dann geht's weiter. Und hier geht's weiter. Ich habe an einem Punkt geladen, an dem ja, die letzte Mission da war. Und mal schauen, ob wir uns diesmal besser schlagen. So, da sind wir. Hier im wunderschönen Brasilien. Und falls ihr euch richtig erinnert, dann haben wir hier gerade. Dann haben wir hier gerade. Waren wir da gerade dabei, das Widerstandsnest zu finden. Commander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, kurz nochmal so für euch. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich gescheitert bin, haut mir in die Kommentare, dann mache ich ein Bonusvideo da draus. Aber erstmal so möchte ich das vergessen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier Advent-Kontrollpunkte auf den Mann. Ja, bei der nächsten Vorratslieferung. Und erhöht die Wachsamkeit. Also wollen wir hinkämpfen, weniger Wachsamkeit oder dass wir genug Vorräte kriegen. Ich würde sagen, die Vorräte sind wichtig. So. Gut, wir starten die Mission, nehmen den Schädelstecker mit und sind diesmal mega vorsichtig. Nehmen einen der anderen. Wir nehmen den Lucifer mit. Achso, der ist im Einsatz dabei. Da ist er. Okay, dann nehmen wir. Moment, wen haben wir denn hier alles jetzt? So, wir haben Tentobis, Smokey Eye, wir haben zwei von euch, uns fehlt ein Scharfschütze. Uns fehlt die Yassi als Scharfschützen. Mega Einheit, was können wir ihr hier geben? Nichts Besonderes. Außer eine Granate vielleicht. Können wir einen Gefechtsscanner bauen? Den hätte ich gerne. Den nehmen wir mit. Einen schönen Gefechtsscanner. Das machen wir. Denn sind wir ehrlich, Granaten benutzt unser Aufklärer sowieso nie. Okay. Ja, liebe Leute. Einsatz starten. Letzte Chance, da nochmal abzubrechen. Alles, was wir tun können, um die Logistik der Aliens zu stören, hilft uns, ihre Fortschritte zu verlangsamen. Ist hier schon kaputt, das ne? Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und das Relais zerstören, bevor sie die Übertragung abschließen. Na gut. Gucken wir uns das mal an. Wir müssen ein Relais zerstören, liebe Leute. Da werden wir wieder nur 8 Runden oder so viel Zeit haben. Oh, da ist sogar wer drauf. Okay, viele Dächer gibt es hier. Viele Dächer gibt es hier. So auch hier ein wunderschönes Dach zum Ziel. Aber hier sind leider Leute. Das heißt, nehmen wir erstmal unseren Sniper und gehen hier zum Dach. Wollen doch mal sehen, was hier so geht. Nee, den schweren Truppler oder den Grenadier stellen wir mal hier hinten hin.
Den Newton Turbo stellen wir uns mal hier hin. 8 Runden haben wir nur Zeit, Leute. Das ist eine mittelschwere Mission. Lucifer kommt hier hin. Und die Duoden, kann die schon aufs Dach? Nee. Duoden kommt mal hier hin. Und ab geht's. Meine Güte, du kannst aber ja überhaupt nicht weit, ne? Ja gut, dann geh hier hin. Smoky geht hier vorne hin. Und Feuerschutz. Dann schicken wir dich doch mal hier vorne hin. Bewegung, Bewegung. Hier sind mehrere Feinde. Okay, krass. Und der gute Turbo kann mal. Könnte eigentlich hier so schön hin, ne? Was, wenn ich dich hier hinstelle? Begebe mich zu dieser Position. Guck mal, Übernahmeprotokoll können wir noch machen. Jetzt nicht mehr. Dann stellen wir dich hier oben. Okay, jetzt wird's eng schon langsam. Nehmen wir da oben. Wow, das ist krass. Puh. Wir gehen mal hier aufs Dach. Tempo. Ah, guck mal, wie die Leiter runterklettern fast. Wir müssen uns schon mal ein paar Sachen angucken. Wir können hier hacken und wir können das Übernahmeprotokoll machen. Wie viel Prozent hätten wir denn da? Die ihn übernehmen könnten. Feindkontrolle 42%, Abschaltung 84%. Okay. Können wir auch hacken, ne? Infiltriere ihr System. Aber so viel kann man hier machen, ne? Leider haben wir nicht so viel Zeit. Fällt mir dabei ein. Nur ist auf eine Einrichtung. Okay, das brachte mir jetzt nicht so viel. Sollen wir das hacken? Das gleiche. Okay, pass auf. Wir machen das anders. Hier ist gar nicht so viel los, ne? Hier ist noch mehr los. Bin unterwegs. Ich bin schon wieder viel zu weit gestreut hier. Was? Wen kannst du? Auf wen kannst du schießen? Auf den da oben. Verstanden. Wenn du hier hingehst. Pistolenfeuerschutz. Gut, du machst gleich das Übernahmeprotokoll.
kannst hier mal hingehen. Rücke zur Zielposition vor. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Oh, shit, ey. Shit! Da habe ich mich zu weit vorgewagt. Dann gehen wir mal ein Stück zurück. Und. Tja. Verstanden, bin unterwegs. Okay, pass auf. Wir machen das Übernahmeprotokoll. Schalten den ab. Abschaltung 84%. Das wird ja wohl klappen. Okay, Feindübernahme wäre sogar noch geiler gewesen. Aber Abschaltung ist schon ziemlich nice. Abschaltung. Zwei Runden ist der jetzt abgeschaltet. Na gut. Ja! Geil. Ist noch eine Runde betäubt. Daneben? Och Leute, das war doch 71%. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mein Gott. So ein schlechter Scherz. Ey, das waren 91%. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, nicht erwischt ist scheiße. Na gut, wir hacken mal. Kacke, ey. Nicht erwischt ist... Bei so viel Prozent regt mich auf. Kann doch nicht wahr sein, Mann. 37%. Der Versuch verleiht allen Feinden einen Verteidigungsmobilitätsschub. Nee, das ist nicht so. 37% ist eigentlich 7%. Den 10er kannst du immer streichen. Kann ich noch hingehen? Hier kann ich noch Feuerschutz machen. Ja. 59%. Naja, wenigstens 2 Schaden. So, jetzt wird er wieder lebendig. So, was machst du? Keine Ahnung, wir haben noch 5 Runden. Ja, weil die den nicht getroffen haben, war das jetzt echt eine verschenkte Runde bei 91%. Okay. Granate, ne? Oh, ich raste aus, Alter. Ja, aber das ist doch kacke, weil ihr ihn nicht getroffen habt. Und jetzt ist er in Panik und rennt nach vorne, oder was? Ey, das ist doch nicht wahr jetzt. Ja, großartig. Es ist scheiße einfach nur. Bei 91% nicht zu treffen, ist einfach nur scheiße. Riecht mich mega auf. Dann sollen die da andere Punkte reinmachen. Aber 91% sind 91%. Meiner Meinung nach. So, 4 Runden noch, um dieses Scheißding da hinten kaputt zu machen. Ja. Schon unterwegs. Können wir den anderen auch heilen? Keine Deckung.
Und da hinten warten die Mega-Viecher auf mich. Einfach. Ja, du. Die anderen haben sich da auf dem Dach hinten verschanzt. So. Ja, dann geh nach vorne. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier noch gewinnen soll, um ehrlich zu sein, ey. Mann, ey, das ist doch kacke. Ah, ich bin im Rage-Modus, Leute. Okay. Ich hätte sie wahrscheinlich weiter da hinten hinstellen sollen. Stehen da oben für Leute? Also, und jetzt kann ich nicht nochmal auf ihn schießen, weil die mich ja schon gesehen haben. Okay. Ja, jetzt ist er natürlich nur dran. In einer wahnsinnig schlechten Deckung. Köpfe runter. Gut, es werden Leute wieder sterben hier und... Okay. Ganz ruhig. Ziel neutralisiert. Okay. Sie sind einfach überall. Er trifft, Alter. Er trifft, sie trifft von dem Dach nicht mal. Schießen. Das wäre jetzt cool gewesen. Wenn du den jetzt erwischt, dann wäre es jetzt aber cool gewesen. Aber soll wohl nicht sein. Und los geht's. Kriegen wir eine Granate zu euch beiden hin? Komm mal bitte ein bisschen. Müsstest du den ja auch treffen, ne? Werfe Granate! Darf ich mal gucken, ob der da oben noch lebt? Wir können das Ziel sehen. Ja, alles klar. Ne, der lebt noch, ne? Der lebt ja noch. Okay. Wir nehmen mal den anderen. Okay. Bedrohung ausgeschaltet. Der schießt dir rüber und trifft sie. Soll ich dein Ernst? Mann, ey! Oh, mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Ist das emotionaler Kack? So, jetzt aber 56% wird jetzt. Auch daneben.
steht noch. Ich dreh am Rad, ey. Ja, okay, wir gehen jetzt hier ran, werden entdeckt und hoffentlich knallen wir ihn ab. Sie sehen mich. Okay. Tja, und wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir es nächste Runde weggeballert. Das Ding. Okay, eine Runde haben wir noch. Beute abgelaufen. Da fahren wir jetzt aber wirklich gar nicht Zeit. Ja, okay. Ja, ihr wisst, was ja heißt, ne? So, wir gehen jetzt mit allen hin und schießen mit allen drauf. Allem, was geht. Was für eine Desaster-Mission, Leute, ey. Mein Gott, dieser Typ da oben. Das ist echt... Ey, das gibt es. Okay. Zwei Leute verletzt. Drei, glaube ich sogar. Drei Leute hier verletzt. Was für ein Desaster. Mann. Ich meine, nicht Worst Case, wie es beim letzten Mal war, aber... Wo ist die Evakuierungszone? Was? Jetzt können wir uns Zeit lassen. Gehen hier mal wieder, wir verbergen uns mal wieder hier. In den Zug. Mai. Schauen wir doch mal darüber. Da ist alles safe. Das heißt, die Gegner werden da vorne sein. Das heißt, du kannst hier runterkommen. Okay. Jetzt dort in Deckung gehen. Und auch Deckung geben. Was für ein Desaster, diese Mission. Kannst mal durchladen. Kannst dich hier hinstellen. Okay. Kannst mal hier oben drüber gehen. Ach, guck mal. Da sind sie. Hab ich da nicht gerade gescannt? Jo, daneben. Oh, ich bin gerade ein bisschen gefrustet, Leute. Schon wieder daneben. Okay. Hier hin. Übernahmeprotokoll. Wenn wir dich ausschalten können, dann haben wir schon eine Menge gewonnen. Abschaltung. Jawohl. Zwei Runden haben wir Ruhe vor dir. Das ist doch schon mal was. Keine Granaten von Latz ballern kannst oder irgendwas. Okay. Knipst die mal aus hier.
Bestätigt, drücke aus. Das klang. Panzerung getroffen. Brauche Munition. Oh, da ist der Kommandant. Scheiße. Geh mal zurück. Nähere mich der Zielposition. Okay, es wird hart, Leute. Es geht los. Wir machen etwas Dummes. Wie dumm, weiß ich noch nicht, aber etwas Dummes. Kid. Bin unterwegs. Alles im grünen Bereich. Ihr werdet vielleicht gleich verstehen, warum ich das alles mache. Ich hoffe es, dass ihr das gleich versteht. Krass. Krass, 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 okay. Feuerschutz. Ziehe los. Feuerschutz. Schädelstecker. Okay, Leute, wir überziehen. Das wird jetzt hart. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Apple Psionic-Netz. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet. Sehr aber gut. Wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Da ist es. Erinnert ihr euch an die erste Sequenz? Das Vieh ist der harte Endboss. Commander, das scheint der Kodex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen. Wir haben unser Ziel. Genau, wird da getroffen, klont er sich. Selbst in unsere Dimension. Der Kodex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Die Waffen deaktiviert. Aua! Ah, fuck, ey! Ist er tot? Ja, er ist tot. Okay, ist ja gut. Okay, okay, okay. Viel mehr kannst du aber nicht machen, ne? Und 50%. Auf jeden Fall. Das ist daneben gegangen. Es wäre so schön gewesen, Mann. Oh, ich... Da... Position. 53%. Komm schon. Ach, es ist doch nicht wahr. Es ist doch über die Hälfte, ey. Daneben. Es ist doch über die Scheißhälfte. Okay. Irgendwo, wo ich volle Deckung habe. Ach so, ich habe hier nirgendwo volle Deckung. Sicher, sicher, sicher. Befehl.
Ten Tobi ist tot. Er ist auch tot. Es ist echt so. Diese Dinger sind so übermäßig krass. Ja, gut, die schießen auch mal daneben. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Okay. Der andere ist dran. Solche Ultra-Gegner habe ich in wenigen Spielen gesehen. Die ist tot? Die ist tot? Wie? Das ist doch... Commander, wir haben das Primärziel erfüllt. Wenn wir nicht das Einsatzgebiet kontrollieren, riskieren wir einen Ressourcenverlust. Aber wir leiden auch schwere Verluste. Wir verlieren alle Leute, ey. Guckt euch das an. Das ist doch nicht wahr. Okay, ich verstehe das Spiel nicht. Also es ist... Okay, jetzt betäubt. Ey, wir haben unseren ganzen Trupp verloren. Die ist doch betäubt. Warum steht die wieder auf? Aber sie war doch betäubt. Warum sind da so Ultra-Gegner? Ich weiß es nicht. Das ist so krass. Ich war mal so viel weiter bei diesem Spiel, ne? Das war mal irgendwie einfacher. Was habe ich denn falsch gemacht? Verstehe ich nicht, ey. Ja, die Waffe ist wieder deaktiviert. Super. Oh nein! Er hatte eben freies Schussfeld auf die... Dann... Jetzt ist er mit dem Schwert weg. Explodiert die jetzt auch noch? Ne, geht wenigstens nicht. Jetzt nicht. Ja, krasser Scheiß, Leute. Krasser Scheiß. Das explodiert. Die können sich teleportieren. Die klonen sich. Wenn irgendwas ist. Die haben zwei Runden was zu tun. Zum Glück schießen sie die ganze Zeit daneben. Ja. Dr. Nutella und Nick. Der Rest ist gestorben, Leute. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5. Dankeschön. Diplom-Gnomen. Ich danke dir für die netten Worte. Das Leben ist nicht leicht für junge Kommandanten. Ich spiele ja gar nicht auf der härtesten Stufe. Das ist ja das Krasse. Meine Güte, hab ich jetzt aufs Maul gekriegt. Das ist jetzt echt... Boah. Verdammt nochmal, ja. Ey, drei Leute gestorben. Drei Leute. Das ist doch nicht wahr. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe sogar nochmal nachgeladen mit allen. Okay. Es wird einen neuen Tentobi geben. Das nur dazu, ne? Tentobi, mach dir keine Sorgen. Es wird auch eine neue Yassi geben. Und es wird auch einen neuen Lucifer geben. Ihr werdet nicht sterben, Leute. Ich werde euch aus anderen Leuten wieder rekrutieren. Wenigstens haben wir das geschafft hier. Aber das war echt... Boah, das war jetzt zu krass. Wir brauchen diese scheiß Magnetwaffen, Leute. Ein bedauerlicher Ausgang, Commander. Ja. Wir müssen uns mehr anstrengen. Ey, wir haben einen Captain, mein Gott. Deckungsfeuer, was ist das? Was? Neuer Rang? Gefahreneinschätzung. Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt einen Deckungsfeuer, Feuerschutz, Schutz. Aber die Ablenkzeit des Hilfsprotokolls ist um... Okay. Deckungsfeuer. Feuerschutzschütze können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden. Nicht nur bei Bewegungen. Ja. Finde ich nice. Ich werde sie... Bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung. Ja. Alle sind tot. Sie sind alle tot, Tügen. Bitte danken Sie. Wie soll ich Ihnen danken? Sie sind alle tot. Sind alle tot. Im Laufe unserer Kampagne mussten irgendwann schwierige Einsätze von Commander. Aber es ist wenig. Schwierig ist ein bisschen untertrieben für diesen Einsatz. Ich möchte ihm gar nicht zuhören, diesem Politikerverschnitter.
So, wie weit ist denn hier die Magnetwaffen in 3 Tagen? Okay. Ja, liebe Leute. Woran hat's hier liegen, ne? Fragt man sich dann nachher immer. Oh, ich glaube, das Avatar-Projekt... Ja, wir haben den Codex getötet. Das Avatar-Projekt wird um einen reduziert. Wir haben voll viel Zeit. Wir können uns eigentlich jetzt mal Zeit lassen. Siedlungen, Commander, nicht jetzt. Also wenn, dann brauchen wir Rekruten. Was meint er? Rekruten oder den Kontakt fertig herstellen? Ich will eigentlich jetzt gerade lieber Rekruten haben. Avenger berechnet neuen Kurs. Und Zeit haben wir ja jetzt. Bin ich zu schnell vorgeprescht? Vielleicht lag es da dran. Vielleicht hätte ich mir da mehr Zeit lassen sollen. Boah, wurde ich abgemetzelt, Leute, ey. Ja, Magnetwaffen, neues Forschungsprojekt. Wiegt die ganze Zeit. Gut, was geht hier weiter? Magnetpistole, Splitterkanone, Magnetgewehr. Gausswaffen. Datenrüstung. Alien-Datenspeicherentschlüsselung. Alien-Verschlüsselung. Nein, wir wollen uns erst die Gausswaffen. Sionik. Vipan-Autopsie. Wir holen uns jetzt erstmal die besseren Waffen. Das war mir eine Lektion, liebe Leute. Das waren zu viele gute Männer, die da gefallen sind. Zu viele gute Männer. Oh, stopp! Wir müssen ja noch... Nur 2 verwundet. Okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal befördern. Speedy Cat, Dr. Nutella ist noch da. Der gute Speeditor. Der wird jetzt Alpha Scout. Individualisierung, Charakterinfo. Warname, du bist jetzt. Erstmal Alpha Squad. Alles klar. So, dann haben wir das schon mal. Und ich wette, der Doktor. Der Turbo ist er. Dr. Nutella. Nee, der hat gar nicht. Der hat noch gar nicht dieses neue Supergewehr. Nur noch das billige Sturmgewehr. Wie kommt das? Muss ich das erst bauen? Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände herstellen. Waffen. Splitterkanone, Magnetkanone und Pistole. 60. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Gewehr an. Dann die Pistole. Weil ich sag. Euch, warum wir erstmal die Pistole bauen. Immer in Bereitschaft für den nächsten Kampf zu sein. Okay, Leute. Ich brauche eine Pause. Aufnahmen gehen hier gleich weiter. Liebe Leute bei YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alle meckern über meine Flugkünste, aber außer dem Autopiloten meldet sich niemand freiwillig. Danke für dieses abschließende Wort. Das passt dazu. Dankeschön. Folgt mir gerne auf Twitch, Leute. Abonniert mich bei YouTube. Liked mich. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Irgendwas aufmuntern, das könnte ich nach diesem Video gebrauchen. Have a nice day ist schon mal was sehr, sehr Schönes heute. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Commander Matter, der junge Commander, meldet sich ab.